Ich weiß, wie sie zu dir sind, aber ich bin nicht wie die. Nein, bin ich nicht. Hallo Leute, ich bin's der Tim. Ich melde mich heute mit dieser Videobotschaft an euch, weil ich eine richtig coole News für euch habe. Am 11.01.2020 wird es zum ersten Mal ein richtiges VDSES-Konzert geben. Was ist der Anlass von diesem Konzert? Natürlich das Release von Dustin, von seiner CD Träume, die ihr euch vielleicht schon im VDSES-Shop bestellt habt oder vielleicht noch bestellen werdet. Auf jeden Fall, zu dieser CD wird es ein großes Konzert geben, wo wir ein bisschen diese CD oder das Release so feiern und alle zusammen halt ein bisschen Spaß haben werden. Und zwar am 11.01.2020 gibt es dieses Konzert und Dustin wird natürlich nicht alleine seine Songs da performen, sondern wir werden auch noch ein sehr krasses, umfangreiches Vorprogramm haben und noch eine Special Show sozusagen. Also, wer wird im Vorprogramm sein? Wir haben Cedric, der im Vorprogramm singen wird. Dann haben wir dabei Raphael. Feuer in meinen Augen, Jungs sind so natürlich, ihr wisst, was das für Songs sind. Er wird zusammen mit Lina, ihr kennt noch die Lina von Papa meine Freundin, ne? Also Arthurs Ex-Freundin sozusagen, natürlich nur im Film. Und sie ist natürlich auch bei Feuer in meinen Augen dabei. Sie wird sozusagen auch mit auf der Bühne stehen. Dann haben wir noch dabei Xaver mit seinem Song In die Galaxie, ja, also auch im Vorprogramm dabei. Und natürlich dann so als irgendwie schon Main-Programm auch, also Hauptprogramm, Arthur. Ja, also Arthur wird auf jeden Fall dort auftreten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und wird da seine Songs in die, nicht in die Kamera, also ins Publikum performen. Und ja, also bestimmt wird da seine größten Hits da, so Papa meiner Freundin, Capri-Sonne. Ja, natürlich auch Du weißt, die aktuellen Songs, also die wird Arthur dort auf die Bühne bringen. Und dann gibt es natürlich die Hauptshow bzw. das Hauptprogramm von Dustin mit all seinen Songs zur CD. Und ich bin schon mega gespannt, wie diese Songs, weil ich finde die Songs wirklich gut, die auf der CD sind, wie diese Songs dann live sich anhören werden. Also ich denke mal, der Dustin, der wird das sehr gut machen. Und das wird eine sehr tolle Veranstaltung werden. Dann sind natürlich dabei, Samuel ist natürlich dabei, Elia wird dabei sein, wo die dann noch gemeinsame Songs, ihr wisst ja, Chicas Chicos, da darf der Samuel nicht fehlen, oder bei dem Song Unterschätzt, da darf natürlich auch der Elia nicht fehlen. Und natürlich werden auch Arthur und Dustin gemeinsam ihre größten Songs sozusagen präsentieren. Was geht ab? Oder Mein Crush und so weiter, ja, also wirklich eine ganz tolle Sache und Mädchen wie du zum Beispiel, ne, also das darf alles nicht fehlen. Das alles könnt ihr live sehen in Fulda am 11.01.2020 und jetzt kommt das Beste, dieses Konzert ist für alle kostenfrei, also der Eintritt ist frei bei diesem Konzert. Bedeutet, es gibt eine Gästeliste und diese Gästeliste, meine Lieben, diese Gästeliste ist ab jetzt sozusagen verfügbar. Ihr müsst auf den Link gehen, der in dieser Videobeschreibung ist. Und dann müsst ihr ausfüllen euren Namen, wo ihr herkommt. Und dann müssen eure Eltern, weil das ist extrem wichtig, dass ihr diese Anmeldung mit euren Eltern ausfüllt, müssen eure Eltern auch begründen, okay, warum sollte jetzt mein Kind auf dieser Gästeliste stehen? Weil, Leute, es ist natürlich so, dass eure Eltern euch da hinbringen müssen und deswegen, die müssen natürlich auch wissen, was da Sache ist. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr sozusagen Anwerber auf diese Gästeliste. Bedeutet, ihr habt euch beworben, auf dieser Gästeliste zu stehen. Natürlich ist diese Gästeliste begrenzt, weil natürlich nicht da 1000 Leute in diesen Saal rein können. Also deswegen beeilt euch, gebt eine gute Begründung ab, warum ihr auf der Gästeliste stehen sollt und kommt dann gerne kostenfrei zu diesem mega krassen Event. Und natürlich wird es nach der Show, wo alle auftreten, wie gesagt, das ganze Vorprogramm, die Hauptacts und so weiter, auch noch dann Autogramme geben, Möglichkeiten für Fotos und so weiter. Also es wird eine richtig coole Veranstaltung. Hier, das sind Träume. Natürlich, wenn ihr die CD noch nicht habt, besorgt ihr euch auf jeden Fall noch, weil dann könnt ihr auch die ganzen Lieder mitsingen, sozusagen bei der Veranstaltung. Das wäre natürlich cool. Was ich noch sagen will, ich habe hier, und zwar, das ist die Powerbank. Die gehört dem Gunther, die habe ich ihm gerade so mal genommen, sozusagen.
Das hier sind die neuen VDSES Powerbanks. Leute, die sind richtig krass. Also, warum haben wir die? Wir haben das Problem, dass wenn wir drehen oder unterwegs sind, unsere Handys echt sehr häufig einfach leer sind. Und dann steht man irgendwie blöd da. Man braucht ja sein Handy, muss ja auch Musik darüber abspielen oder auch mal für Fotos und so weiter. Und dann kamen wir auf die Idee, es geht bestimmt vielen von euch auch so, dass ihr da Probleme habt. Und natürlich, die VDSES-Gemeinschaft findet immer gemeinsame Lösungen sozusagen, und deswegen haben wir jetzt hier diese Powerbank, und das ist eine sehr hochwertige Powerbank, das ist wirklich richtig krass. Wenn ihr diese neue Technik habt, könnt ihr euer Handy hier einfach nur drauflegen und neue Handys haben sozusagen diese Funktion und dann lädt das automatisch, oder ihr könnt ganz normal hier mit einem Kabel das machen. Ist eine mega Sache, VDSES Logo hier, VDSES Logo dort. Diese Powerbank gibt es in 3 Farben im VDSES Shop, Link ist in der Beschreibung. Und ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns sehen am 11.01.2020 zum Live-Auftritt mit Xaver, Cedric, Lina, Samuel, Raphael, Arthur, Dustin. Alle werden da sein, alle werden dabei sein. Es wird eine mega krasse Veranstaltung. Also jetzt auf den Link in der Beschreibung klicken, mit euren Eltern euch anmelden und dann ein Teil von dieser mega Veranstaltung werden, und wir freuen uns auf euch. Und stopp, das ist noch ganz wichtig: wenn ihr euch sozusagen angemeldet habt, bekommt ihr dann, wenn ihr auf dieser Liste wirklich draufsteht, auf dieser Gästeliste, bekommt ihr dann noch eine E-Mail von uns mit allen Infos und Zusatzinfos und so. Das ist noch ganz wichtig, dass ihr das wisst. Alles klar, Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit sozusagen, und ich hoffe, wir sehen uns am 11.01.2020. Bis dann. Ciao. Ich weiß, wie sie zu dir sind, aber ich bin nicht wie die. Oh nein, du kriegst es nicht hin, dass ich mich für dich verbieg. Denkst du denn, ich bin so blind? Nein, du hast mich nicht verdient. Glaub mir, es hat keinen Sinn, sag mir nicht, dass du mich liebst. Nein, du liebst mich nicht. Ich weiß, wie sie zu dir sind, aber ich bin nicht.